Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten Webinar. Ich freue mich sehr, hier Dr. Ingenieur Prata Neji begrüßen zu dürfen vom BIFA Umweltinstitut. Er ist Ingenieur der Umwelttechnik, hat auch im Thema Phosphorrecycling promoviert und über genau das wird er jetzt mit uns sprechen. Gerade darum, wie geht es damit jetzt weiter und ist die Zeit jetzt gekommen zu handeln? Herr Neji, ich will Ihnen gar nicht zu viel Zeit rauben. Ganz kurz noch, gleich am Anschluss haben wir noch ein paar Minuten Zeit, Ihre Fragen zu dem Thema zu beantworten. Deshalb packen Sie die gerne direkt in die Fragenbox. Die ist auf der einen oder der anderen Seite, je nachdem, auf welchem Gerät Sie gerade sind, eine kleine Sprechblase mit Fragezeichen drin. Schicken Sie die da rein und wir können sie im Anschluss noch behandeln. Aber damit viel Spaß beim Vortrag, Herr Neji. Schön, dass Sie heute da sind. Besten Dank und viel Spaß. Danke für das Wort. So, jetzt darf ich Sie auch alle recht herzlich willkommen heißen zum Webinar. Das Thema ist Phosphorrecycling und die Frage dazu und Aussage ist Zeit zu handeln. Und vorneweg, ja, die Antwort lautet, es ist Zeit zu handeln. Warum das Ganze, das werde ich Ihnen jetzt im folgenden Vortrag vorstellen. Bevor ich dann zum Thema komme, möchte ich etwas über das BIFA Umweltinstitut ja, erzählen, was wir so machen, warum Phosphor so eine wichtige Ressource ist, und dann das Ganze in den Zusammenhang mit der Klärschlammverordnung bringen, die seit 2017 novelliert ist, und die Ergebnisse aus einer von BIFA durchgeführten Studie vorstellen, und zwar zum Thema Phosphorrecycling in Kläranlagen. Und dann ein paar Punkte, was denn eigentlich auch wirklich getan werden muss, damit das Ganze auch in Zukunft klappt. Dann werde ich Ihnen zwei Beispiele für nasschemisches und thermisches Verfahren ja, vorstellen, um Phosphor zu recyceln. Und das Ganze möchte ich abschließen, klassisch mit einer Zusammenfassung. Übrigens ist das, was Sie unten rechts sehen, elementarer Phosphor, der vierwertig ja, vorliegt und deswegen diese Tetraederstruktur aufweist. BIFA Umweltinstitut, uns gibt es schon seit 1991, das heißt, dieses Jahr haben wir 30. Jubiläum gehabt, leider nicht feiern können, möchten wir nächstes Jahr nachholen beim Talk am Technikum, wo wir Sie auch gerne einladen möchten. Der Umsatz von BIFA liegt bei etwa 4 Millionen Euro pro Jahr. Und davon sind derzeit 1,1 Millionen institutionelle Förderung durch den Freistaat Bayern. Der Freistaat Bayern ist einer der Gesellschafter, genauso wie die Stadt Augsburg und der IHK Schwaben. Was machen wir? Wir sind ein anwendungsorientiertes Forschungs- und Entwicklungsunternehmen und machen auch Beratung im Umweltbereich. Die Themenschwerpunkte sind ganz brandaktuell das Thema Klimaschutz und Klimafolgen, aber eben auch solche Themen wie nachhaltige Strom- und Wärmeversorgung. Und der Bereich, den ich quasi leite, ist der Bereich Siedlungsabfälle und Kreislaufwirtschaft. Was machen wir, wenn Sie auf uns zukommen? Wir beantworten Fragen zum Thema Verfahrenstechnik und Stoffflüsse, aber auch ja, zu verschiedenen verfahrenstechnischen Fragestellungen, also auch die biologische insbesondere mit der dazugehörigen Analytik. Und weitere Punkte sind eben Energiesysteme, Energietechnik, Sozialwissenschaften und Umweltpsychologie. Aber wir machen auch Ökobilanzierungen und Systemanalysen. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie in diesem Bereich Unterstützung benötigen. Wir haben da viele fähige Köpfe bei uns im Haus. Aber nun direkt zum Thema. Sie sehen hier zwei wunderschöne Kristalle, einmal Apatit und einmal Vanadinit. Beides ja, fossile Phosphorressourcen, die genauso wie sie schön sind, leider auch nicht substituierbar sind.
Als Phosphorquellen, als nicht erneuerbare Phosphorquellen sind aber auch die, ist auch der Abbau mit negativen Umweltwirkungen verbunden. Sie kennen alle die Bilder aus den Entwicklungsstaaten, wo diese Rohstoffe herkommen. Dort werden dann die Uran-Gipsschlämme, Thorium-Gipsschlämme mit Cadmium verseucht, ins Meer geschoben oder auf offenen Deponien irgendwo abgelagert. Alles nicht schön und dazu kommt aber, wir sind als EU hundertprozentig vom Import abhängig. Das heißt, wir sind auf eben diese mit Umweltwirkungen belasteten Ressourcen abhängig. Warum brauchen wir Phosphor so dringend? 85% der Düngemittelproduktion, 85% der Phosphorressourcen gehen in die Düngemittelproduktion. Das heißt, es ist auch für uns ein essentieller Bestandteil. Die 15%, die nicht in die Düngemittelproduktion gehen, die sind aber nicht zu unterschätzen. Also wir brauchen den Phosphor eben auch für unsere Halbleitertechnologien. Wir brauchen den Phosphor für Lithium-Ionen-Akkus in Form von Lithium-Eisenphosphaten. Wir benötigen den Phosphor als Flammschutzmittel in Kunststoffen und in vielen anderen Stoffen auch. Deswegen ist es wichtig, eine sekundäre Phosphorquelle zu finden, und das wäre eben ein Abwasserstrom beziehungsweise der Klärschlamm aus Kläranlagen beziehungsweise die Klärschlammasche aus verbranntem Klärschlamm. Die Klärschlammverordnung sieht vor, dass Kläranlagen eben genau das tun, Phosphor recyceln. Deswegen wird die bodenbezogene Verwertung von Klärschlämmen nach und nach abgestellt, sodass wir für verschiedene Kläranlagengrößen verschiedene Fristen haben, wie lange die bodenbezogene Verwertung noch möglich ist. Und Sie sehen es hier, das wirkt zwar alles sehr weit entfernt bis 2032, ist nur noch für Anlagen bis 50.000 Einwohnern die bodenbezogene Verwertung möglich. Das heißt, auch der Gesetzgeber möchte, dass wir hier schnell handeln. Der Phosphor soll eben nicht mehr bodenbezogen verwertet werden, damit die im Klärschlamm enthaltenen Schadstoffe wie Schwermetalle, aber auch endokrine Stoffe nicht ins Grundwasser gelangen oder eben in den Boden, über die Lebensmittel, in die Menschen. Wir haben eine Studie durchgeführt für Anlagen größer 50.000 Einwohner in Hessen und Bayern. Entschuldigung, ich muss mal hier kurz was wegklicken. Für Kläranlagen größer 50.000 Einwohnerwerte in Hessen und Bayern. Und es haben zahlreiche Kläranlagenbetreiber bei unserer Befragung, bei dieser Studie mitgemacht. 95 von 102 in Bayern und 37 von 39 in Hessen. Und was uns interessiert hat, war, welche Fällmittel denn zum Einsatz kommen. Denn diese Fällmittel binden ja den Phosphor, den gelösten Phosphor im Abwasser und bringen ihn in den Klärschlamm. Wir wollten deshalb auch wissen, wie viel Phosphor ist denn tatsächlich im Klärschlamm enthalten. Und ganz wichtig, welche Eisen- und Aluminiumgehalte haben wir hier? Denn das sind in der Regel die Stoffe, mit denen man den Phosphor im Abwasser fällt. Also mit Eisensalzen oder Aluminiumsalzen. Es gibt auch Mischkombinationen, Mischformen. Und dann hat uns eben noch interessiert, welche Phosphorstrategie die jeweilige Kläranlage gerade verfolgt oder zukünftig vorhat. Die Ergebnisse sind folgende. Die Fällmittel, die in Hessen zum Einsatz kommen, waren zu über 47% eisenbasierte Fällmittel. In Bayern vergleichsweise weniger mit 26,3%. Also bezogen auf die Zahl der Kläranlagen, nicht die Zahl der Klärschlammmenge. Bezogen auf die Kläranlagen waren es in Hessen 16,66% die aluminiumbasierte
Fällmittel verwendet haben und in Bayern lediglich 2,2. Also was zeigt es ganz stark? Genau, also es gibt dann noch natürlich die Mischprodukte und den Einsatz mehrerer Fällmittel, beispielsweise wenn man sehr viel Fadenbakterien hat, da tendieren viele Anlagebetreiber zu aluminiumbasierten Fällmitteln, da die diese Fadenbakterien deutlich reduzieren und deswegen auch für den Anlagenbetrieb besser geeignet sind. Und die Ergebnisse zeigen, in Bayern sind es hauptsächlich Mischprodukte oder der Einsatz mehrerer Fällmittel, die kommen. Ganz selten ist es einfach nur reine aluminiumbasierte Fällmittel. Hingegen ist es in Hessen stark eisenlastig und fast in ähnlicher Größenordnung sind es Mischprodukte, aber auch hier eher weniger, vergleichsweise weniger aluminiumbasierte Fällmittel. Die wichtigsten Fällmittel, die zum Einsatz kamen, die sehen Sie hier unten. In der Regel Ferrosulfat bzw. Grünsalz, Eisen-3-Chlorid und Eisen-3-Chloridsulfat bei den Eisenfällmitteln und bei den Aluminiumfällmitteln Polyaluminiumchlorid und Natriumaluminat. Dann gibt es natürlich diese industriellen Produkte wie Sidflok K2 Clariant, VTA und Remondis Alumin. Die kann man dann quasi als Fertigprodukte, oftmals Mischprodukte, direkt beim Händler kaufen. Wie sieht es mit dem Phosphorgehalt aus? Wir haben die Mittelwerte betrachtet. In Hessen haben wir im Klärschlamm einen Phosphorgehalt von etwa 6% Trockensubstanz. In Bayern sind es etwa 7%. Also schenkt sich nichts, ähnliche Größenordnung. Das Gleiche gilt für den Eisengehalt, der bei Hessen bei etwa 5% Trockensubstanz lag und in Bayern bei etwa 4% Trockensubstanz. Genau, beim Aluminium 1,4% und 2,3% in Bayern. Warum ist vor allem der Eisengehalt so wichtig? Das liegt daran, dass einige der Phosphor-Recycling-Verfahren, insbesondere die thermischen Verfahren, Schwierigkeiten haben mit hohen Eisengehalten im Klärschlamm, weil der Eisen oder das Eisen eine hohe Affinität zum Phosphor hat und in thermischen oder metallurgischen Verfahren dann das minderwertigere Eisenphosphit erzeugt. Und dieses Eisenphosphit ist eigentlich weder für die Düngemittelindustrie nutzbar und nicht so gut für die metallurgische Nutzung geeignet. Zumindest in der Form, wie wir es dann aus Klärschlamm gewinnen würden bei einem thermischen Verfahren. Die nächste Frage, die uns bewegt hat, ist, wie sieht die Phosphorstrategie in den einzelnen Kläranlagen aus? Und die Tendenz ist ganz stark. Wir haben hier in Bayern 39 Kläranlagen, die sagen, wir warten erstmal ab. Wir möchten sehen, was die Zukunft bringt, welche Technologien sich etablieren, welche Verfahren vielleicht auch für die Anlage selbst im Speziellen am besten geeignet ist und wie sich der Markt entwickelt. Gleichzeitig haben wir in Bayern eine starke Planung, also eine starke Tendenz zu einer externen Vergabe. Es ist weniger, also wenn man sich die Zahlen anschaut, ist eben da die Priorität. In der eigenen Kommune haben wir in Bayern von den genannten oder von den gefragten Firmen, Betreibern 8, die gesagt haben, sie möchten in der eigenen Kommune tatsächlich eine Phosphorgewinnungsanlage bauen oder zumindest ist das eins der Zielsetzungen. Bei etwa 10 Anlagen ist es sogar so, dass sie sagen, naja, wir sind gerade dabei, einen Zweckverband zu gründen, haben vielleicht sogar schon einen gegründet und da ist das das Mittel der Wahl. In Hessen sieht es wieder recht ähnlich aus, was die Tendenzen angeht. Die meisten Kläranlagen sagen, wir warten ab oder planen eine externe Vergabe. Ein Zweckverband ist auch ein Mittel der Wahl, aber den Bau in der eigenen Kommune, das möchten aktuell erstmal die wenigsten.
Was heißt das für uns? Das heißt, dass hier tatsächlich noch sehr viel Aufholbedarf ist. Es müssen für die einzelnen Kläranlagen viele Fragen geklärt werden. Welche Technologie ist am besten geeignet? Und so weiter. Dazu komme ich jetzt gleich. Ja, in Bayern, die Zahlen hatte ich noch, stimmt. Wir haben in Bayern Kapazitäten der Klärschlammverbrennung von 110.000 Tonnen Trockenmasse. Geplant bis 2029 sind zusätzliche 120.000 Tonnen Trockenmasse. Und dann haben wir noch die Kapazitäten der Mitverbrennung in Höhe von 80.000 Tonnen Trockenmasse. Das heißt, was die thermische Behandlung der Klärschlämme angeht, wird es, so wie es jetzt aussieht, ausreichend Kapazitäten geben. Natürlich ist die Mitverbrennung eher geeignet für Klärschlämme, aus denen bereits Phosphor abgeschieden wurde. Das heißt, die phosphorarm sind und kein Phosphorrecycling mehr unterzogen werden sollen oder dürfen oder können. Für diese Mitverbrennung, für diese Klärschlämme ist die Mitverbrennung am besten geeignet. Genau. Genau, aber zu beachten ist, dass zusätzlich der Kohleausstieg in naher Zukunft geplant sein soll. Wie weit die Planung jetzt fortgeschritten ist, ist jetzt mal dahingestellt. Aber mit diesem Kohleausstieg können eben auch diese Kapazitäten in der Mitverbrennung verloren gehen. Und in diesem Fall müsste man dann eben gegebenenfalls weitere Kapazitäten an Monoverbrennung aufbauen. Und das Gleiche gilt eben für Zementwerke. Und jetzt kommen wir zur Beantwortung der entscheidenden Fragen. Was muss getan werden? Ich habe das Ganze mal aufgeteilt in verschiedene Kriterien. Also das Erste, was immer getan werden sollte, wenn es um diese Fragestellungen geht, ist eine Standortanalyse durchzuführen. Es stellt sich natürlich die Frage, wenn man jetzt einen bestimmten Kreis anschaut oder einen ganzen Staat oder ein Bundesland, da muss man unterschiedlich vorgehen, das ist klar. Aber die Fragen sind dennoch im Prinzip die gleichen, unabhängig von welcher Größe oder von welchem Betrachtungsraum wir sprechen. Das Erste ist, an welchen Standorten fällt denn der Klärschlamm an oder eben die Klärschlammasche? Entsprechend könnte man dann die Recycling-Technologie dort anbringen, wo es am meisten Sinn macht, räumlich betrachtet, bezogen auf den Transportweg. Man kann sehen, wo der Bedarf am größten ist. Und in dem Zusammenhang eben auch, welche Mengen anfallen. Entsprechend kann man dann auch die Anlagen auswählen, denn Sie wissen es vielleicht selber, einige der Anlagen können nicht sehr große Durchsätze fahren oder sind mit sehr hohen Kosten und Wartungsaufwand verbunden, wenn man solche Anlagentechnologie implementieren möchte. Dann ist natürlich die Frage, gibt es vielleicht bereits an diesen Standorten thermische oder bodenbezogene Verwertungsmöglichkeiten? Die bodenbezogenen Verwertungsmöglichkeiten sind für diese Übergangszeiträume interessant, aber auch wichtig, um vielleicht auch vorübergehend eine Anlagentechnologie einzusetzen, die man dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ersetzt. Das sind alles Gedankengänge, die muss man dann eben wirklich standortbezogen oder raumbezogen betrachten. Aber auch so Fragen wie Naturschutzgebiete und Erweiterungsmöglichkeiten der Kläranlagen. Beides sind oft ja planerische Fragestellungen, emissionsschutzrechtliche Fragestellungen. Dann hat man vielleicht eine schöne Kläranlage und sagt, naja, da würde ich gerne diese und jene Anlage dazu bauen. Und dann haben wir ein Naturschutzgebiet direkt um die Ecke und schon hat man uns den Strich durch die Rechnung gemacht, natürlich zu Recht. Und das ist auch gut so, dass es diese Naturschutzgebiete gibt. Aber auch das kann ein Nadelöhr werden, früher oder später. Genau, wenn man sich die Verwertungskapazitäten, die thermischen anschaut, da kann man dann auch gleich den Raum betrachten und sagen, naja, ist eine Wärmenutzung über Fern- oder Nahwärme möglich? Das wäre dann interessant, wenn man
auch tatsächlich Wärmeüberschuss produziert, Wärmeüberschuss erzeugt und auch, naja, vor allem was die Nahwärme angeht, in der Nähe einer Wohnsiedlung überhaupt bauen darf, so eine thermische Verwertungsanlage. Auch das muss untersucht werden. Und dann eben, ich sag mal, die politisch-rechtliche und auch wirtschaftlichen Fragestellungen zusammengeführt. Wenn man jetzt mehrere Anlagenstandorte hat, also Kläranlagenstandorte, vielleicht macht es ja Sinn, hier so einen Zweckverband zu gründen, um gemeinsam eine Lösung zu finden, an der mehrere beteiligt sind, sowohl eben finanziell als auch technisch und rechtlich etc. Eine weitere Analyse, die durchgeführt werden kann oder sollte, ist natürlich die technische Analyse. Und das ist auch zumindest zum Zeitpunkt jetzt auch die Analyse, die zuerst durchgeführt werden müsste. Denn man muss erstmal wissen, wie ist denn der jeweilige Klärschlamm und die Klärschlammasche zusammengesetzt. Wir haben mit unserer Studie so einen ersten Schritt gemacht. Es gibt aber auch deutlich größere Studien von der Bundesanstalt für Materialforschung, BAM, die ausführlich Klärschlammasche untersucht haben in Deutschland und wirklich alle Bestandteile, auch kritische Rohstoffe in der Klärschlammasche untersucht haben. Das Ganze müsste vielleicht mal wieder aktualisiert werden, aber ich denke, ja, da gibt es bereits viele Ergebnisse. Und dann anlagenspezifisch, standortspezifisch die Flächenverfügbarkeit, Anlagenkonfiguration und Anlagengröße, die zu betrachten sind. Und die Gretchenfrage überhaupt des Pudelskerns ist, welche Verfahrenstechnik eingesetzt werden soll oder am besten geeignet ist. Ist es die thermische Verwertung oder die nasschemische? Beide haben Vor- und Nachteile, zu denen ich auch gleich kommen werde. Dann stellt sich natürlich die Frage nach dem Inputmaterial. Möchten wir Phosphor aus dem Abwasser gewinnen, aus dem Klärschlamm oder doch aus der Klärschlammasche nach einer Verbrennung oder möglicherweise den Klärschlamm verbrennen und gleichzeitig den Phosphor zurückgewinnen? Dann stellt sich natürlich die Frage nach der zentralen oder dezentralen, nach dem zentralen oder dezentralen Bau einer solchen Anlage. Genau. Was soll die Anlage denn erzeugen? Natürlich Phosphor. Der Phosphor kann unterschiedliche Formen annehmen. Es kann eine phosphorhaltige Schlacke sein, die man dann landwirtschaftlich nutzen kann als Dünger, ähnlich dem Thomas-Phosphat oder Magnesium-Ammonium-Phosphat, also die klassischen MAP-Phosphate, die man aus den nasschemischen Phosphor-Recycling-Verfahren hat. Oder ganz speziell, wenn man ähnlich wie dem Wöhler-Verfahren weißen Phosphor, also P2-P4, zurückgewinnen kann aus dem Klärschlamm oder der Klärschlammasche. Aber selbst wenn man so ein Phosphorprodukt hat, stellt sich die Frage, wer nimmt das einen ab? Gibt es tatsächlich einen Markt für dieses Produkt? Wie sind die Preise? Wer ist an so einem Produkt überhaupt interessiert? Und wie sind die Kriterien, beispielsweise was das Düngerecht angeht oder die Düngemittelverordnung? All das sind Fragen, die dann speziell für den Standort, den Klärschlamm, die Verfahrenstechnik und das Produkt zu klären wären. Und wie es bei jedem Recyclingverfahren ist, ist es auch bei den Phosphor-Recycling-Verfahren so, dass ein Reststoff anfällt. Und dieser Reststoff, für den muss es eben auch eine Lösung geben. Sonst verschieben wir das Problem nur von einer Ecke auf die andere. Hier habe ich noch ein Beispiel für ein nasschemisches Verfahren, das Stuttgarter Verfahren, das Sie kennen. Aus zeitlichen Gründen werde ich jetzt Ihnen nur das Bild zeigen. Wir haben verschiedene Stufen. Der Phosphor wird aus dem V-Schlamm gelöst und dann über verschiedene Schritte zu MAP umgewandelt. Auch ein ganz aktuelles Verfahren, das gerade in der Entwicklung ist, von der Firma Grenzebach BSH GmbH, die den Phosphor über ein thermisches Verfahren zurückgewonnen möchten.
Das Ganze erfolgt dann im Drehrohrofen und das Zielprodukt dabei ist eben eine Phosphorsäure als Hauptprodukt und ein Nebenprodukt, die Mineralik. Und das Ganze soll dann auch noch einen gewissen Anteil an Abwärme liefern, der dann für die Trocknung des Klärschlamms eingesetzt werden kann. Näheres können Sie dann bei den jeweiligen, also durch Googlen der jeweiligen Verfahren betrachten oder eben direkt bei der deutschen Phosphorplattform oder das Stuttgarter Verfahren an der Universität Stuttgart, wo es entwickelt wurde, am Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte und Abfallwirtschaft und hier nähere Informationen bei Grenze Bach. Jetzt kommen wir zur Zusammenfassung. Phosphor, ein wichtiger Rohstoff, ein wichtiges Element, essentiell für die Düngemittelindustrie, aber auch für die Hightech-Industrie. Der Gesetzgeber möchte, dass wir Phosphor zurückgewinnen aus Klärschlamm oder aus Abwasserströmen. Für uns wichtig, wie gesagt, in der Düngemittelindustrie und der Hightech-Industrie. Und deshalb unsere neue sekundäre Phosphorquelle, Abwasserströme aus Kläranlagen. Stellt sich die Frage, gelingt es mit einem thermischen oder einem nasschemischen Verfahren? Egal wie, wichtig ist, dass man den gesamten Prozess anschaut, nämlich vom Input über das Verfahren selbst, aber auch die Output-Materialien. Die Bonoverbrennung darf dabei nicht vergessen werden, denn auch wenn wir Phosphor aus dem Klärschlamm zurückgewinnen, Klärschlamm bleibt übrig und der muss weiterhin verbrannt werden. Monoverbrennung ist dann besonders wichtig, wenn eben noch Phosphor aus dem Klärschlamm, aus der Klärschlammasche gewonnen werden soll in einem weiteren Schritt. Bei dem ganzen Thema sollte man aber auch die Transportwege nicht vergessen. Wir haben immerhin sehr hohe Klärschlammmengen deutschlandweit und die müssen auch noch von A nach B gebracht werden. Das Ganze soll auch noch klimafreundlich sein und so günstig wie möglich, damit wir dann zu einem schönen Phosphor-Recycling kommen. Dankeschön, das war's auch schon. Herr Neschi, besten Dank für diesen Vortrag, für diese Ausführungen rund um das Thema Phosphorrecycling. Wirklich spannend, in welcher Tiefe Sie dort eingestiegen sind. Und ja, ich glaube, da wird ja auf jeden Fall noch viel Veränderung passieren in den nächsten Jahren, gerade dadurch, dass es natürlich politisch gewollt ist. Richtig. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dürfen Sie die gerne hier in den Chat reinschreiben. Dann können wir die noch einmal kurz klären. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, und zwar hatten wir gestern Vormittag eine große Panel-Discussion, wo es um das Thema End of Waste ging, und zwar darum die politischen Voraussetzungen. Und da haben wir auch das Thema Phosphor angesprochen, was ja auch ein wichtiges Thema ist. Wann gilt aufbereiteter Klärschlamm, rückgewonnener Phosphor noch als Waste, als Abfall, wann als Sekundärrohstoff? Wie sehen Sie hier die Möglichkeiten der Auswirkungen, beziehungsweise gerade natürlich auch die nächsten Schritte, gerade eben auch im deutschen Markt? Also, Sie haben es eigentlich auch gerade schon ausgesprochen. Der Markt entscheidet auch ein bisschen, was ein Abfall ist und was ein Produkt ist. Man orientiert sich da auch am Kreislaufwirtschaftsgesetz, Paragraph 6 ist es, glaube ich, in dem die Kriterien dargestellt werden, wann ein Abfall den Abfallzustand verlässt und den Produktstatus erhält. Und da sind eben die Punkte Marktfähigkeit, Einsatzfähigkeit, Marktpreis, der da erzielt werden kann. Und noch ein, zwei andere Punkte. Und ich glaube, beim Phosphor ist es eben genauso, wenn es keinen Markt gibt und eigentlich niemand dieses Material will oder man drauf zahlt, dann ist es am Ende Quatsch. Und wenn man sich dann noch beispielsweise den Kompost anschaut, da gibt es ja die RAL-Richtlinie, die den Kompost gewisse Eigenschaften, also der Kompost muss gewisse Eigenschaften haben, um eben als Produkt, um als Kompost zu gelten.
Und auch so kann ich mir das beim Phosphor vorstellen, also dass da gewisse Kriterien erfüllt werden müssen, damit eben ein Gütesiegel verabreicht werden kann, mit dem man sagen kann, okay, dieser Phosphor ist jetzt als Düngemittel geeignet oder dieses Phosphorprodukt ist als Düngemittel geeignet. Dankeschön. Und glauben Sie, dass wir langfristig gesehen hier wirklich einen nennenswerten Anteil des Phosphorbedarfs als Sekundärrohstoff abbilden können? Beziehungsweise gibt es da Studien zu oder haben Sie eine Einschätzung, zu welchem Prozentsatz wir in welchem Abschnitt zumindest in die Nähe von der Kreislaufwirtschaft kommen können, was den Phosphormarkt angeht? Da muss man natürlich unterscheiden, von welchem Bereich wir sprechen. Viele der Phosphorprodukte kann man beispielsweise gar nicht in der Hightech-Industrie einsetzen, weil es irgendwelche MAP-Produkte sind oder phosphorhaltige Schlacken sind, die dann irgendwie ähnlich wie dieses Thomasphosphat als Dünger eingesetzt werden können. Das heißt, wir können einen bestimmten Bereich wahrscheinlich erstmal, wenn man keinen elementaren Phosphor erzeugt, gar nicht bedienen, zumindest Stand jetzt. Aber vor allem den Düngemittelbereich, den kann man, denke ich, sehr gut abdecken. Und ich bin mir nicht ganz genau sicher, ich habe das mal ausgerechnet, aber es waren so um die 40% des Düngemittels, die man da substituieren könnte. Wahrscheinlich auch mehr. Das hängt am Ende auch von den Verfahren selbst ab, die eingesetzt werden. Ja, und dem Bedarf natürlich. Aber da gibt es Zahlen, kann ich Ihnen gerne mal nachreichen. Ach, alles gut, einfach nur rein aus Interesse, das reicht schon vollkommen. Da einfach nochmal die Einordnung, in welche Richtung es da geht und inwieweit wir da schon sind, beziehungsweise welche Hürden da noch auf uns warten. Dankeschön. Und mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für diese Ausführungen und genauso auch bei allen Teilnehmern, dass Sie heute wieder an der EREC teilgenommen haben, hier beigewohnt haben. Ich freue mich, Sie morgen wieder begrüßen zu dürfen, wenn es morgens um 9.15 Uhr weitergeht mit Nora Asaoui von Mimicry, wo wir einmal über das Thema sprechen, Repurpose Materials and Create Sustainable Jobs. Sie wird berichten über deren Startup, wo sie verschiedene Recycling-Materialien wieder aufbereiten und daraus neue Produkte machen. Und das geht morgen los um 9.15 Uhr. Danke dafür. Herr Neji, haben Sie noch ein paar letzte Worte für die Teilnehmer hier? Ich wünsche allen noch weiterhin viel Spaß für die Veranstaltung, für die letzten Tage. Ich hoffe, dass es bisher Spaß gemacht hat. Wenn Sie Fragen zum Thema Phosphor haben, wenn Sie Fragen zu anderen Themen haben im Bereich der Kreislaufwirtschaft, können Sie sich gerne bei mir melden. Wir freuen uns immer wieder auf neue Ideen. Ja, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Den wünsche ich auch. Bis dann und ciao, ciao.